Wir wollen jetzt im zweiten Teil uns angucken, einige Grundlagen, das heißt teilweise wiederholen, teilweise ein bisschen präzisieren, um dann mit leistungselektronischen Schaltungen sauber arbeiten zu können. Das sind im Wesentlichen drei Punkte. Wir wollen zunächst uns angucken, Kenngrößen periodischer Signale oder periodischer Zeitvorgänge. Dann wollen wir uns angucken als zweites die Begriffe nochmal Leistung, Leistungsfaktor und Wirkungsgrad. Und als letztes möchte ich kurz wiederholen das Zeitverhalten linearer Bauelemente. Das heißt, wir wollen uns angucken im Zeitbereich, wie verhalten sich R, L und C. Weil wenn wir leistungselektronische Schaltungen analysieren, werden wir ein Verständnis benötigen, wie grundsätzlich das Zeitverhalten dort ist. Das sind also die Dinge, die wir in diesem grundlegenden Kapitel machen wollen. Wie gesagt, teils Wiederholung, teils einige Präzisierungen, insbesondere beim Leistungsfaktor, Leistungsübertragung, werden wir einige Präzisierungen kennenlernen. Fangen wir an zunächst mit den Kenngrößen. In der Leistungselektronik haben wir typisch periodische Zeitvorgänge. Das heißt, wie in der Einführung gesehen, wir werden Schaltvorgänge haben, zum Beispiel mit Pulsweitenmodulation, und dann wiederholen sich die Zeitverläufe nach Ablauf der Schaltperiode wieder. Das heißt, betrachten wir zum Beispiel einen Strom durch eine Induktivität, dann wird so ein typischer Verlauf in so einem DC-DC-Wandler sein, dass wir so einen dreieckförmigen Stromverlauf kriegen und dieser wiederholt sich periodisch mit der Schaltfrequenz T. Wir haben so zwei Abschnitte. Wir haben hier einen Zeitpunkt 0, haben dort den Strom an der Stelle 0, haben dann nach Ablauf der Periode hier den Strom an der Stelle T und diese Werte sind gleich. Und das wird ganz typisch sein für einen Großteil der Verläufe, der Signalverläufe in der Leistungselektronik, dass wir dort an dieser Stelle diese Periodizität haben. Deswegen müssen wir uns nochmal angucken, wie kann man solche periodischen Zeitvorgänge mit den Mitteln der Elektrotechnik beschreiben. Das heißt, kurz zusammengefasst, Ströme und Spannungen werden typisch periodische Größen sein in der Leistungselektronik. Und wir brauchen die entsprechenden Kenngrößen, um die beschreiben zu können. Was sind nun diese Kenngrößen? Bei so periodischen Zeitvorgängen können wir jetzt nicht nur mit einem Wert sozusagen den Verlauf beschreiben. Ich kann jetzt entweder diesen ganzen Verlauf hier zeichnen, diesen Zeitverlauf an der Stelle, oder aber wir führen die Kenngrößen ein, die wir in Grundlagen Elektrotechnik kennengelernt haben. Die wichtigsten dafür Kenngrößen bzw. Kennwerte sind der arithmetische Mittelwert und der Effektivwert. Das heißt, der arithmetische Mittelwert haben wir auch kennengelernt als Gleichanteil. Dieser berechnet sich an der Stelle über das Integral, über so einen Verlauf. Zum Beispiel, wenn wir einen Stromverlauf haben, wenn wir den zeichnen mit I average für Mittelwert oder I mit so einem Strich drüber als Mittelwert, den berechnen wir als 1 durch T mal das Integral über eine Periode, zum Beispiel von 0 bis T über den Verlauf I von T dt. Das wäre jetzt der arithmetische Mittelwert oder im Sinne einer Fourier-Reihenentwicklung der Gleichanteil, der in diesem Signal drin ist. Das heißt, wenn wir den hier oben zum Beispiel einzeichnen, kann ich sagen, den Gleichanteil, das wäre vielleicht diese Größe, dieser Mittelwert, den wir dort haben. Das wäre der Mittelwert dieses periodischen Stromverlaufs, den wir haben. Das ist eine wichtige Größe. Und die zweite wichtige Größe, die wir benötigen für so zeitlich veränderliche Größen, die periodisch sind, ist der Effektivwert bzw. der RMS-Wert. Schauen wir uns das kurz an, wie wir den berechnen. Den Effektivwert oder abgekürzt IRMS berechnen wir als die Wurzel von dem Mittelwert des Quadrates des Zeitverlaufes. Das heißt, Wurzel aus 1 durch t Integral 0 bis t I von t im Quadrat dt und deswegen auch die Abkürzung im Englischen RMS, Root für die Wurzel, Mean für den Mittelwert und S
für Square, für das Quadrieren. Das heißt, wenn Sie das im Kopf haben, wissen Sie automatisch, wie Sie das an dieser Stelle berechnen müssen. Sie nehmen die Wurzel aus dem Mittelwert des Quadrates des Verlaufs. Warum benötigen wir jetzt diese Größen? Tatsächlich, wenn wir in leistungselektronischen Schaltungen sind, müssen wir beispielsweise die Verluste berechnen. Das heißt, bei Dioden oder auch IGBTs, MOSFETs benötigen wir an der Stelle Informationen über die Zeitverläufe der Ströme, die in diesen Bauelementen fließen, in diesen leistungselektronischen Schaltern. Und wenn wir dann die Kenngrößen, Mittelwert und Effektivwert haben, können wir die Verluste berechnen. Das heißt, wir brauchen das, um Verluste in Bauelementen zu berechnen. Und eine zweite wichtige Sache ist an dieser Stelle, dass wir damit auch berechnen können, wie zum Beispiel die Leistungsabgabe oder Leistungsaufnahme von Quellen bzw. Verbrauchern funktioniert. Das werden wir später sehen. Zum Beispiel eine Gleichspannungsquelle gibt nur Energie ab bei einem Gleichanteil des Stromes, der aus dieser Quelle rausfließt. Noch eine kurze Erinnerung, der Effektivwert ist eine Größe, die im Zusammenhang steht mit einer Leistung. Wir haben irgendwann ja kennengelernt, der Effektivwert einer Wechselgröße, einer zeitlich veränderlichen periodischen Größe, entspricht demjenigen Gleichwert, den man bei einem ohmschen Verbraucher anlegen müsste, um dieselbe Wärmeleistung zu erzeugen. Das heißt, das ist sozusagen ein Vergleichswert, der Effektivwert, der leistungsbezogen ist. Jetzt wollen wir uns als nächstes angucken, wie können wir so Effektivwerte, Mittelwerte berechnen. Tatsächlich könnten wir natürlich diese Integrale immer lösen. Häufig ist es so, dass wir in der Leistungselektronik die Zeitverläufe von Strömen und Spannungen annähern. Das heißt, häufig haben wir eine Annäherung der Zeitverläufe durch stückweise stetige Verläufe beziehungsweise sehr häufig werden die sogar linear sein. Und in diesem Fall können wir die Berechnung deutlich vereinfachen. Das heißt, in diesem Fall können wir sozusagen sowohl die Mittelwertberechnung als auch die Effektivwertberechnung vereinfachen. Das möchte ich im Folgenden kurz zeigen. Mittelwertberechnung können wir für solche Verläufe am besten durchführen durch eine Flächenberechnung. Das heißt, Mittelwertberechnung durch, ich schreibe mal Flächenanalyse, berechnen, das ist ein bisschen hochgegriffen. Und bei den Effektivwerten werden wir uns gleich was angucken. Effektivwerte von stückweisen Funktionen können wir annähern durch Teileffektivwerte sozusagen, die wir geometrisch addieren. Das heißt, Effektivwerte einer stückweisen Funktion f von t werden wir wie folgt berechnen. Das werden wir annähern, wir werden das als Effektivwert f effektiv bezeichnen. Den werden wir berechnen über die Wurzel aus der Summe i gleich 1 bis n von Faktoren di mal, nennen wir das hier fi. Was bedeutet das? Diese dis werden sein die relativen Anteile eines Abschnittes dieser stückweise stetigen Funktion bezogen auf die Periodendauer. Und die fi's werden eigentlich sein die Effektivwertanteile bzw. die Effektivwertquadrate dieses Verlaufs. Das gucken wir uns gleich in der Abbildung an. Und diese Fi ist, wie gesagt, ist ein Faktor für die Effektivwertanteile. Was bedeutet das? Schauen wir uns mal ganz kurz eine Abbildung an. Wenn wir so einen typischen Zeitverlauf haben, in der Leistungselektronik, können wir den zum Beispiel annähern, hier durch unterschiedliche lineare Verläufe. Ja, das sehen wir hier so, das wäre ein periodischer Zeitverlauf. Danach wiederholt sich das hier wieder periodisch mit der Periode t. Dann können wir sagen, tatsächlich, das hier kann ich in unterschiedliche Segmente aufteilen. Ich habe hier
einen Dreieckanteil, ich habe hier einen konstanten Anteil, ich habe hier einen Trapezanteil und hier wieder einen konstanten Anteil. Und jetzt ist die Idee, tatsächlich habe ich so einen Zeitverlauf an dieser Stelle, der periodisch ist, kann ich den zerlegen, ja, stückweise stetige Funktionen mit in diesem Fall linearen Segmenten und kann jetzt für diese Einzelsegmente hier für einen Anteil d1 mal t Abschnitt, hier für einen Abschnitt d2 mal t, hier für einen Abschnitt d3 mal t und hier für einen Abschnitt d4 mal t, kann ich jetzt einzeln die Effektivwertanteile berechnen und dann den Gesamteffektivwert dieses periodischen Verlaufs über diese Formel hier oben als geometrische Addition dieser Einzeleffektivwertanteile berechnen, wobei die gewichtet werden mit diesen relativen Einschaltzeiten, die haben an der Gesamtperiode. Tatsächlich hätte ich hier noch einen fünften Bereich hier an der Stelle, aber weil dort der Funktionswert 0 ist, wird das hier dann auch in der Summe gleich 0 ergeben. Das heißt, hier für dieses Beispiel würden wir einen Effektivwert kriegen, wo wir über vier Werte summieren müssen. Das heißt, die Wurzel aus i gleich 1 bis 4 di fi oder wenn wir es ausschreiben, die Wurzel aus irgendwelchen Anteilen d1 mal f1 plus d2 mal f2 plus d3 mal f3 plus d4 mal f4, wobei jetzt diese d's die relativen Einschaltzeiten bezogen auf die gesamte Periode eines einzelnen Abschnitts sind und die Funktionsanteile f1, f2, f3, f4, die werden wir gleich im Folgenden kennenlernen, die beschreiben jetzt Faktoren für die Effektivwertanteile, die wir dort haben. Wollen wir das kurz tabellarisch mal aufschreiben? Das heißt, wir haben hier im Prinzip vier unterschiedliche Arten von diesen Effektivwertanteilen. Das erste ist dieser konstante Anteil. Das heißt, mache das mal ganz kurz auf. Habe ich so einen konstanten Anteil, habe hier also dieses Fi, dann haben wir nur während einer kurzen Zeitdauer d mal t einen von 0 verschiedenen Wert. Das heißt, ich hätte hier die Periodendauer t und wir haben hier diesen Anteil d mal t. Und das sei jetzt hier ein konstanter Wert f1 während dieser Zeit d mal t, ansonsten 0. Und dann gilt hier für diesen Anteil ist dieses fi f1 Quadrat an dieser Stelle für einen Konstantanteil. Das zweite, was wir haben, wäre an dieser Stelle so ein Dreieckanteil. Das heißt, ich habe hier ähnlich wie vorher ein Segment, wo wir dreieckförmig eine Zunahme haben, von 0 auf einen Maximalwert, nach Ablauf der Periode wieder. Das heißt, ich habe hier wieder die Periode, habe dann hier diese relativen Anteil d mal t. Das geht hier wieder auf einen Maximalwert, nennen wir den auch hier f1 und dann wäre hier der Faktor fi 1/3 f1 Quadrat. Und dann wollen wir uns noch zwei weitere Dinge angucken. Als drittes einen trapezförmigen Anteil, haben wir einen Trapezanteil, dann haben wir auch hier sozusagen von einem Wert f1 auf einen Wert f2 eine Zunahme während dieses Intervalls d mal t und dann ist hier der Anteil fi, wenn man es ausrechnet, 1/3 f1 Quadrat plus f1 mal f2 plus f2 ins Quadrat. Und als letztes haben wir noch den Fall, dass wir anteilig sinusförmige Größen haben. Auch dann kann man das anwenden. Das heißt, nehmen wir an, wir haben hier zum Beispiel so eine Sinus-Halbwelle während eines Anteils d mal t. Das funktioniert bei Halbwellen bzw. auch bei Vollwellen. Na, hier Sinusanteil. Auch der soll sich periodisch wiederholen. Wichtig ist jetzt, das muss also hier eine halbe Periode sein, diese Zeitdauer d mal t. Und dann gilt hier, der Faktor fi ist 1/2 f1 Quadrat. Man sieht vielleicht schon hier die Zusammenhänge, wenn wir hier den Wert f1 haben. Tatsächlich sind diese Faktoren fi's, die wir hier haben, sind die
Effektivwertquadrate, wenn nur diese Verläufe sozusagen periodisch wiederholen werden. Das heißt, tatsächlich ein konstanter Anteil, ein Gleichanteil, wenn der über die gesamte Periode konstant ist, hätte einen Effektivwert, der gleich dem Maximalwert ist. Ein Gleichanteil hat den Effektivwert, der dem Gleichwert entspricht. Und wir sehen jetzt hier, das ist sozusagen dieses Effektivwertquadrat. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Dreieck oder sägezahnförmige Verläufe. Dort haben wir Spitzenwert durch Wurzel 3 als Effektivwert und das quadriert gibt halt ein Drittel mal den Spitzenwert im Quadrat. Das wäre dieser Dreieckanteil. Und so kann man jetzt an dieser Stelle, wenn man also einen stückweise stetigen Verlauf zerlegen kann in diese Anteile, über diese Formel hier, die wir hier oben angegeben haben, die Effektivwerte relativ einfach berechnen. Und der Trick ist, Sie müssen nicht die Integrale aufstellen an der Stelle. Das kann nämlich deutlich mehr Aufwand mit sich bringen, als wenn man das stückweise stetig annähert. Und häufig in der Praxis reicht es aus, die Verläufe, auch wenn die kompliziert sind, linear anzunähern, um mit ausreichender Genauigkeit die Effektivwerte zu bestimmen. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie wir das anwenden. Das heißt, wir machen jetzt hier ein Beispiel zur Berechnung von so einem typischen Verlauf. Das heißt, wir hätten einen Stromverlauf, der wäre jetzt so dreieckförmig, dass der Strom zunimmt und wieder auf 0 abnimmt und dann für eine Zeitdauer der Periode 0 bleibt. Das werden wir später kennenlernen. Das ist der typische Stromverlauf in der Induktivität im sogenannten diskontinuierlichen Betriebsmodus. Dann nimmt der Strom zu auf einen Maximalwert, den nennen wir jetzt hier Imax, während einer gewissen Einschaltzeit und nimmt dann wieder ab auf 0 während der Leitdauer einer Diode. Im Moment, wie gesagt, brauchen uns das nicht interessieren. Wir wollen uns jetzt bloß angucken, wie können wir das jetzt berechnen. Dazu zerlegen wir jetzt hier diesen Anteil sozusagen in zwei Teile. Das heißt, ich habe hier einerseits D1 mal T, diesen Anteil während der Zunahme, und ich habe einen zweiten Anteil D2 mal T während dieser Abnahme. Tatsächlich hätte ich noch diesen dritten Anteil, aber der wird 0 sein. Und jetzt wollen wir hier mal den Effektivwert und den Mittelwert berechnen. Das heißt, zunächst mal den Mittelwert. Und da haben wir gesagt, wenn wir einen Mittelwert berechnen, können wir das zurückführen auf eine Flächenberechnung. Das heißt tatsächlich, was wir machen müssen, eigentlich müssen wir lösen, 1 durch t mal das Integral 0 bis t über diesen Verlauf i von t dt, aber dieses Integral entspricht ja nichts anderes als der Fläche unter dieser Kurve. Das heißt, was machen wir? Tatsächlich bestimmen wir jetzt hier diese Fläche, um dieses Integral zu bestimmen, und da wissen wir hoffentlich noch an der Stelle bei dem Dreieck ist die Fläche 1/2 Grundseite mal Höhe. Das heißt, eigentlich haben wir hier sogar zwei so Dreiecksegmente. Das heißt, ich hätte hier einmal 1/2 diese Grundseite mal die Höhe Imax und 1/2 mal diese Grundseite mal die Höhe Imax. Das heißt, wir können hier aufschreiben, I-Average an der Stelle ist 1 durch t mal jetzt 1/2 d1 mal t mal Imax plus 1/2 d2 mal t mal Imax, wobei dann an dieser Stelle sozusagen dieser erste Term wäre diese Fläche A1, die ich jetzt hier gelb schraffiert habe, und der zweite Term wäre jetzt sozusagen der Anteil von dieser Fläche A2, den ich dort jetzt rot schraffiert habe, und damit haben wir dann an dieser Stelle sozusagen den Mittelwert berechnet. Jetzt können wir hier noch ein bisschen ausklammern. Das heißt, tatsächlich sehen wir hier, ich habe in beiden Termen ein t, also kriegen wir t durch t hier raus. Ich habe in beiden Termen ein 1/2, ich habe in beiden Termen das i max. Und was übrig bleibt, ist dann d1 plus d2. Das t kürzt sich hier und wir haben dann den Mittelwert für diesen Verlauf i average ist 1/2 i max mal D1 plus D2. Aus meiner Erfahrung raus ist das hier deutlich schneller gerechnet, als wenn man jetzt versucht, hier mit einer geraden Gleichung das aufzustellen. Die Funktionsverläufe müsste man abschnittsweise definieren, dann in die ins Integral einsetzen und ausrechnen. Hier macht man einfach weniger Fehler und deswegen wollte ich Ihnen das hier an dieser Stelle
zeigen. Schauen wir uns noch die zweite Kenngröße an. Wir haben jetzt den Mittelwert berechnet. Als erstes wollen wir als zweites noch den Effektivwert berechnen. Was haben wir bei dem Effektivwert? Wir haben hier an der Stelle zwei Abschnitte. Das heißt, ich habe hier einen Dreieckanteil und einen zweiten Dreieckanteil, den wir dort haben. Oh, kleiner Fehler, das muss natürlich A2 heißen. Und wenn wir das jetzt berechnen wollen, gehen wir kurz zurück in unsere Formel. Sehen wir also hier, ich müsste für die Formel ansetzen, diesen Ausdruck Wurzel aus der Summe dieser Anteile gewichtet mit den jeweiligen Einschaltzeiten. Schreiben wir das also mal kurz runter. Nach der Formel ist jetzt an dieser Stelle der Effektivwert I effektiv. Hier an der Stelle die Wurzel aus der Summe, wir haben jetzt zwei Segmente, die von 0 verschieden sind, I gleich 1 bis 2, dI mal FI. Das heißt hier die Wurzel an dieser Stelle aus D1 mal F1 plus D2 mal F2. Und was sind jetzt diese Terme? D1 und D2 kann ich jetzt hier oben entnehmen aus dem Verlauf. Das heißt, die muss ich direkt ablesen. Und für diese Anteile, schauen wir jetzt hier, habe ich tatsächlich jetzt so Dreieck Anteile, die wir hier oben sehen. Das heißt, wir haben dieses eine Segment, dieses dreieckförmige von 0 bis D1 mal T und dann das zweite von D1 mal T bis D1 mal T plus D2 mal T an dieser Stelle. Oder wenn wir jetzt sagen, hier von 0 bis T1 und dann von T1 bis T2 an dieser Stelle. Also müssen wir jetzt hier in unsere sozusagen Tabelle gehen mit den Werten und sehen wir hier den Teil 2, dort haben wir dieses Effektivwertquadrat, das wir einsetzen müssen. Das heißt, in beiden Fällen habe ich hier ein Drittel I max Quadrat, was ich einsetzen muss. Wir kriegen also hier raus, das hier ist ein Drittel I max Quadrat und dieser Anteil ist ein Drittel I max Quadrat und setzen das jetzt ein. Und dann kriegen wir raus, der Effektivwert ist an dieser Stelle Wurzel aus D1 Drittel I max Quadrat plus D2 Drittel I max Quadrat und jetzt können wir das natürlich wieder zusammenfassen. Das heißt, tatsächlich haben wir hier I max durch Wurzel 3 mal die Wurzel aus D1 plus D2 und das wäre jetzt der Effektivwert. Wenn Sie das jetzt versuchen zu berechnen, würden Sie deutlich länger brauchen. Deswegen mein Tipp, wenn man Verläufe so annähern kann, dass die aus diesen Anteilen bestehen, versuchen Sie das mit dieser vereinfachten Form zu berechnen, um einfach deutlich schneller zu den Ergebnissen zu kommen.